2021 ist viel passiert in der politischen Landschaft Österreichs. Und wir Kommunisten und Kommunistinnen spielen darin wieder eine Rolle. Als KPÖ haben wir Mitte des Jahres einen Neustart hingelegt. Auf unserem Parteitag im Juni haben wir einen Generationswechsel vollzogen. Wir sind gemeinsam in Wahlkämpfe gezogen und sind als Partei dieses Jahr wieder zusammengewachsen. Während die ÖVP wegen Korruptionsverdacht die halbe Regierungsmannschaft auswechseln musste, sind wir in Graz die stärkste Partei geworden. Seither stellen wir in Österreichs zweitgrößter Stadt die Bürgermeisterin. LKK steht für die Alternative in Graz. Sie beweist schon in den ersten Wochen ihrer Amtszeit, was alles möglich ist. Teuerungen von Gebühren ausgesetzt, Gewaltschutz für Frauen verstärkt, 124.000 Euro Stadtbudget den Parteien gestrichen und stattdessen in Soziales gesteckt. Außerdem geben unsere Mandatarinnen alle Bezüge aus politischer Tätigkeit, die über einem normalen Facharbeiterlohn hinausgehen, ab. Mit dem Geld unterstützen wir in Graz und Salzburg Menschen, die zu uns in die Miet- und Sozialberatung kommen. Wie soll Politik in Zukunft aussehen? Korruptionsskandale und Personalrohschaden unter der Führung der ÖVP? Oder verlässliche und ehrliche Politik auf der Seite der Menschen? Unser Erfolg in Graz ist richtungsweisend für ganz Österreich. Die KPÖ wächst bundesweit wieder zusammen und wir wachsen in allen Bundesländern. In der KPÖ haben wir mittlerweile 136 Mandatare und Mandatarinnen und zahlreiche Betriebsräte, die jeden Tag daran arbeiten, bei ihnen vor Ort die politischen Verhältnisse zu verbessern. In Oberösterreich konnten wir unsere Mandate steigern. In Linz haben wir Clubstatus erreicht und konnten in zwei weiteren oberösterreichischen Gemeinden in den Gemeinderat einziehen. Es wurden verjüngte Leitungen in den Bundesländern gewählt. Viele neue Mitglieder sind dieses Jahr dazugekommen. Wir konnten Erfolge in allen Bundesländern feiern und viele davon strahlen auf die gesamte Partei aus. Wir haben SOS Miete gestartet. In Wien gehen unsere Aktiven seit Wochen durch den Altbau und unterstützen Mieterinnen dabei, gegen zu hohe Mieten vorzugehen. In Salzburg haben wir für mehr Transparenz im Stadtbudget und eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses gesorgt. Beim Volksstimmefest hatten wir im Sommer 30.000 Besucherinnen zu Gast. Bundesweit sind wir außerdem bei Pflegeprotesten aktiv und renovieren unsere Lokale, um sie für die Politik der kommenden Jahre fit zu machen. Und dass bei der KPÖ etwas weitergeht, das merken nicht nur wir selber, sondern das merken auch immer mehr Menschen in Österreich. Das sieht man daran, dass sich innerhalb von 2 Monaten bereits 400 Menschen bei uns gemeldet haben, die sich uns anschließen wollen. Laut Umfragen könnten wir es bei der nächsten Wahl in den Nationalrat schaffen. Als KPÖ sind wir die Alternative zu den Parteien, die nur Politik für die Reichen und Mächtigen machen. Wir stehen für die Menschen, die es sich nicht richten können. Jetzt ist genau der richtige Moment, um bei uns aktiv zu werden. Melde dich bei uns.